Die Hamburger Wollfabrik liegt im Hafengebiet in einer Industriegegend. Der Laden ist von außen eher unscheinbar, umso heftiger trifft dich als Wollsüchtiger dann der Schlag, wenn du das Geschäft betrittst. In allen Regalen stapeln sich die Konen mit Garnen in allen möglichen Farben und im ersten Moment war ich einfach total überfordert. Die super nette Mitarbeiterin Jutta hat das aber sofort erkannt und mir alles erklärt. Auf den Konen sind fast alle Garne nur einfädig aufgespult. Also ein sehr dünner Faden, der sich zum direkten Verstricken nicht gut eignet. Es sei denn, man arbeitet mit der Strickmaschine oder ist filigran Masochist. Ich kann aber jedes Garn in der Mehrfädigkeit auswählen, die ich möchte. An jedem Regal steht deswegen nicht nur die Garnqualität, sondern auch, welche Nadelstärke ich mit wie viel Fäden des Garns erziele. Und genau an diesem Punkt wird es wieder total spannend und kreativ, denn natürlich kannst du auch alle Qualitäten mischen. Wenn du nicht ganz sicher bist, ob deine Qualitäten gut zusammenpassen, häkeln dir die Mitarbeiter mal schnell eine Luftmaschenkette mit deinen Farben und schon kannst du viel besser beurteilen, wie es verstrickt aussieht. Ich habe mich für 2 Fäden Merino gemischt mit 2 Fäden Angora und einem Faden Baumwolle entschieden und dann ging es in den Nebenraum, wo eine Spulmaschine meine Wunschkombination auf eine Spule wickelte. Weil das alles etwas Aufwand ist, verkauft die Wollfabrik ihre Qualitäten erst ab 200 Gramm. Voll verständlich und bei den günstigen Preisen auch kein Problem. Viel wichtiger ist, irgendwann die Wollust-Kaufbremse zu ziehen. Die Preise sind wirklich günstig, das kreative Zusammenstellen macht total Spaß, wenn man den ersten Schock überwunden hat, die Mitarbeiterinnen sind Zucker und desinteressierte Männer könnt ihr gut an der Ecke parken, dort ist nämlich eine Oldtimer-Tankstelle. Außerdem gibt es noch 2-mal im Jahr einen Lagerverkauf, wo die Hamburger Wollfabrik ihr Lager öffnet und der absolute Schnäppchenwahnsinn startet. War ich noch nicht, werde ich aber. Und zu Hause muss ich natürlich direkt anfangen zu stricken. Du entscheidest, was schön ist. Just do it.